So, Freunde, willkommen zurück bei den Bayern im FM22 hier in der Karriere. Ja, wir stehen vor unserem nächsten Bundesligaspiel gegen die Dortmunder und ich habe mir jetzt überlegt, da sich das Ganze ja jetzt ein bisschen auch gezogen hat, weil ich aktuell wirklich nicht so viel Zeit habe, leider. Ich habe wirklich Bock, die Videos zu machen, aber ich schaffe es wirklich zeitlich eher weniger. Deshalb habe ich mir jetzt überlegt, wir haben jetzt noch 4 Spiele bis zum Hinrundenende, sage ich jetzt mal. Und ich habe mir überlegt, wir machen die 4 Spiele jetzt einfach im Schnelldurchlauf, in Anführungszeichen. Also wir werden kein 3D-Spiel mehr spielen. Wir machen die Vorbereitung jetzt im Schnelldurchlauf und beenden das dann in dieser Folge sozusagen. Und ja, dann haben wir die Vorbereitung, die Hinrunde auf jeden Fall schon mal geschafft. Und ich habe trotzdem Bock drauf natürlich. Aber wie gesagt, ich möchte euch auch nicht immer so lange warten lassen. Und es gibt wirklich sehr viele Menschen, die diese Videos oder die Karriere hier schauen, was mich wirklich brutal freut. Wenn euch diese Folge auch wieder gefallen sollte, bitte lasst mir einen Daumen da und abonniert den Channel, falls ihr neu dazugekommen seid. Darüber würde ich mich sehr freuen und ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Genau, ich will gar nicht viel drum herum reden. Wir gehen direkt in dieses Spiel hier gegen die Dortmunder rein und ja, hoffen natürlich, dass wir Dortmund dann hier auch schlagen können. Ja, es ist schwierig gegen die Dortmunder, ne? Wir schauen mal kurz, wie die hier spielen. Also die stehen. Ja. In der Mitte kompakt, kompakt, kompakt. 4-4-2. Ich würde schon so spielen. Ich würde schon so spielen, ehrlich gesagt. Ist schwer. Das ist schwer. Machen wir es so oder nehmen wir das andere System? Aber ich denke, das ist schon sinnvoll eigentlich, ne? Dass wir vorne drauf gehen, denn die stehen ja eigentlich, ja, also richtig offensiv ist das nicht, finde ich. Also ich denke, wir spielen mit dem System. Vorne auf jeden Fall Lewandowski rein. Rechts, links Martinelli, Coman würde ich gerne von Anfang an spielen lassen, weil der mir einfach aktuell einfach besser gefällt. Martinelli, ich würde schon Sané von Anfang an bringen. Waldschmidt, da würde ich Musiala reinstellen. So. Scott. Nee, Scott nicht. Goretzka. So, Verteidigung. Süle Hernandez. Upamecano. Na, wir lassen das so. Ich denke, so ist das okay. So, wenn wir hier in dieses Spiel reingehen. Tolisso, nehmen wir mal raus. Sabitzer auch. Ja. Rechts Klostermann. Ne, da bringen wir mal Kimmich, ne? Kimmich kann ruhig spielen gegen Dortmund. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal hier rein, ne? Das Ganze machen wir jetzt im Videotextmodus. So. Da steht es 1-0 durch Lewandowski. 2-0 Lewandowski. Macht direkt 2 Tore. Ah, ne. Coman hat eins gemacht. Okay, konnte man gerade nicht sehen. Coman hat also das 1-0 gemacht. Lewandowski macht es 2-0. Sehr gut. Das sieht doch nice aus. 3-0 Lewandowski. 4-0 Musiala. Boah, krasses Ergebnis. 4-0, also auf jeden Fall ganz klarer Sieger hier gegen die Dortmunder. Und endlich
sind wir jetzt mal 3 Punkte weg von Dortmund, die uns ja bisher immer am Arsch geklebt haben. Davis, bester Mann bei uns. Auch ein starkes Spiel von Kimmich und Thomas Müller. Musiala auch mit dem Tor. Wird ihm Selbstvertrauen geben, definitiv. Ja, die anderen Spiele, Leverkusen, Fürth 3 zu 2, Union Berlin, Leipzig 0 zu 1, Gladbach 2 zu 2 gegen Freiburg, Stuttgart trennt sich auch nur 1 zu 1 gegen Hertha, Hoffenheim 2 zu 1 gegen Frankfurt, Mainz 0 zu 3 gegen Wolfsburg, Augsburg 3 zu 1 gegen Bochum und Bielefeld gewinnt 3-0 gegen Köln. Auch nicht schlecht. So, Hoffenheim bleibt da oben durch den Sieg auf Platz 6. Verlieren da also nicht den Anschluss oder wollen den Anschluss da oben nicht verlieren. Wolfsburg, Leipzig, Bielefeld bleibt auch punktgleich mit Hoffenheim. Auch gar nicht mal so schlecht, ne? Ja, nice. Okay. Lewandowski auch wieder ein Tor gemacht. Coman ist auch in sehr, sehr guter Verfassung, muss ich sagen. Gut, wir nehmen diese 3 Punkte hier mit und das ist auf jeden Fall wichtig. Ja, Lewandowski ohne Gnade, 2 Treffer gegen Dortmund. Er hat doch gar nicht zweimal getroffen, hä? So ein Quatsch. Okay, Kahn ist auf jeden Fall zufrieden. Süle weist Angebot zurück. Okay, also ich meine mich zu erinnern, dass wir das beim ersten Mal auch hatten, oder? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, wir wollten schon mal mit ihm verlängern. Und da kam dann auch das, dass er aus den Verhandlungen aussteigt. Deswegen glaube ich, wollten wir ihn eigentlich nicht mehr verlängern. Aber ich habe es jetzt nochmal versucht. Okay, jetzt kommt das wieder. Dann hat sich das mit Süle hier auf jeden Fall erledigt. Nochmal werden wir das nicht versuchen. Hernandez freut sich auf Duell. Ja, gegen Mailand in der Champions League. Sehr gut. Wie stehen wir da eigentlich? Nochmal kurz. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Also wir sind auf Platz 1. Weiter sind wir auf jeden Fall. Es sei denn, also ja, wir sind auf jeden Fall weiter. Aber wenn Mailand jetzt gewinnen sollte, werden wir als Tabellenzweiter in die nächste Runde gehen. Ich hoffe natürlich, dass wir das hier mit einem Sieg auf Platz 1 beenden können. Dann haben wir auch eine super Gruppenphase gespielt in der Champions League. Dann bin ich auch zufrieden. So, mein Talent hier. Oh ja, Italiener. Beltramini, Mauro. Übernehmen wir auf jeden Fall. Vidovic jetzt stärker. Den können wir mal loben, wenn es geht. Hat sich in dieser Saison sehr verbessert. So. Dann wollen wir mal schauen hier, ne? Das große Spiel gegen den AC Mailand. Gucken wir mal ganz kurz hier, wie die heute spielen. 4-2, 4-2-3-1, ne? Ja. Schwierige Frage, also. Ich würde auch eher in dem System auflaufen, würde ich sagen. Weil wir wollen ja schon Offensivqualität auch hier zeigen gegen den AC Mailand. Ich denke, das ist ja angebracht, mit diesem System zu spielen. So, Frage ist nur, wen bringen wir jetzt rein und nehmen wir überhaupt jemanden raus? Eigentlich würde ich genau mit der Mannschaft da reingehen. Wir nehmen nur Süle raus für Upamecano. Und Coman hat aber auch sein Tor gemacht in der Liga wieder, ne? Also ich würde schon so spielen. Wir machen jetzt hier mal eine zusätzliche Siegprämie von, machen wir 10.000. So, dann gehen wir hier nochmal kurz rein. Squadbericht.
Was haben wir denn hier? Rechtsverteidiger Kalulu. Okay. Mal kurz hier Spielergespräche führen. Thomas Müller, Davis, Oslob, Gnabry. Obwohl, Gnabry könnten wir eigentlich auch mal von Anfang an bringen, ne? Aber was haben wir zu verlieren? Coman ist in einer Top-Verfassung, aber Gnabry würde ich auch gerne mal wieder spielen lassen. Tolisso, Sabitzer vielleicht mal für Goretzka, aber es ist halt Champions League. Ne, wir lassen es so. Wir lassen es so. Musiala wieder als hängende Spitze. Okay. Lewandowski macht das 1 zu 0. Thomas Müller gibt die Vorlage. Das ist schon mal sehr gut, dass wir hier in Führung gehen. Minuten gespielt, 80 Minuten gespielt, da fällt das 1 zu 1 und dabei bleibt es auch. Olivier Giroud macht das 1 zu 1 durch eine Vorlage von Raphael Leao und wir gehen als Tabellenführer in das Viertelfinale, genau. Wollte erst Achtelfinale sagen, aber wir sind erst im, ne, wir sind im Achtelfinale, nicht im Viertelfinale, so. Ach. Und da bin ich echt mal gespannt, gegen wen wir daran müssen. Also, mit der Gruppenphase können wir sehr zufrieden sein. Wir haben keine Niederlage kassiert. Wir haben vier Siege aus 6 Spielen geholt, 2 Unentschieden. Das ist vollkommen okay. Keine Niederlage, 20 Tore erzielt, nur 7 Gegentore. Okay, was heißt nur? 7 Gegentore, 14 Punkte, 2 Punkte vor Mailand und stehen auch verdient dann. Im Achtelfinale, jetzt bin ich gespannt. Die Auslosung. Hammervereine hier drin, ne? Barca, Sevilla, City, Paris, Real, Menu, Liverpool, Alter. Mailand, Atletico, Inter, Leipzig. Puh. Das wären Hammerbegegnungen. Inter Mailand muss gegen Barcelona. Alter Falter. Heftiges Spiel. So, der AC Mailand muss gegen Liverpool. Auch Wahnsinn. Also da, im Achtelfinale fliegen jetzt schon große Namen raus. Sporting muss gegen City. Chelsea zu Hause. Ja, gegen uns. Boah, was für ein Kracher, ey. Im Achtelfinale gegen Chelsea. Heftig. Atalanta Bergamo muss gegen Manchester United. So, Leipzig. Boah, da haben sie aber Glück gehabt. Ich habe gerade gedacht, die kriegen Paris oder Real. Mit Sevilla haben sie eigentlich noch ein ganz gutes Los, die Leipziger. So, Real Madrid auswärts und Atletico spielt zu Hause gegen Paris. Auch ein Hammerspiel, ey. Junge, Junge, okay. Mit Chelsea erwartet uns natürlich ein großes Team, ein starkes Team. Das wird keine leichte Aufgabe. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, Motika drängt sich auf. Ihr Talent Motika hat in dieser Woche im Training wirklich 100% Einsatz gezeigt. Anscheinend möchte er es jetzt wissen und unbedingt in die erste Mannschaft. Ja, aber ich glaube, er ist einfach noch nicht so weit. Gittens bleibt bei seinem Verein, okay. So, einen Moment mal, ich bin sofort wieder da.
So, Freunde, nach der kurzen Unterbrechung bin ich wieder am Start. So, unser nächster Gegner heißt jetzt erstmal in der Liga Mainz. Am 15. Spieltag Mainz aktuell auf Platz 12. Und ich denke, da sollten wir die nächsten 3 Punkte einfahren. So. Wie die Mainzer hier auflaufen wollen. Oha, ganz defensiv hier. Okay. Die stehen hinten drin. Können wir schon eigentlich auch mit dem System mal wieder spielen. Würde ich jetzt mal so sagen. Das machen wir auch. Würde Waldschmidt da mal von Anfang an bringen. So, Hernandez. Für Süle. Süle hat sich jetzt unsympathisch gemacht bei mir irgendwie. Also, oder der Berater hatte zweimal das Angebot abgelehnt. Finde ich auf jeden Fall nicht so nice. So, Scott könnte mal von Anfang an spielen. Okay. Dann wollen wir reingehen. Gegen Mainz zu Hause. Ausverkauftes Haus. Tolle Stimmung. Was erwarten wir von dieser Partie? Ja, die Fans werden uns natürlich nach vorne treiben, ist ganz klar. In der Allianz Arena. Da gehe ich doch von aus. 30 Minuten gespielt, noch 0-0. Und somit gehen wir auch in die Halbzeitpause. Keine Wechsel, Co-Trainer übernimmt die Auswechslung. So, 80 Minuten gespielt, immer noch 0-0. Und es bleibt nicht dabei. Gnabry ist derjenige, der in der 89. Minute noch das 1-0 macht. Ja, krass. Vorlage durch Luca Waldschmidt. Und wir nehmen doch noch hier in letzter Minute, letzter Sekunde noch die 3 Punkte mit. Bleiben weiter in Tabellenführer. 3 Punkte vor den Dortmundern. Ja, schauen wir kurz auf die anderen Ergebnisse. Köln, Augsburg trennen sich 3 zu 1, Bochum 1 zu 3 gegen Dortmund. Ja, Dortmund auch natürlich gewonnen. Greuther Fürth 1 zu 2 gegen Union Berlin. Leipzig verliert gegen Gladbach mit 1 zu 2. Wolfsburg, Stuttgart trennen sich nur 1 zu 1. Frankfurt 1 zu 3 gegen Leverkusen. Freiburg 0 zu 1 gegen Hoffenheim und Hertha 1 zu 2 gegen Bielefeld. Ja, oben ist auf jeden Fall alles sehr nah beieinander. Also so ab Platz 10. 9, 8, so, das ist alles sehr nah beieinander hier. Muss man schon sagen. Auf jeden Fall wird das noch ganz interessant. Gut, für uns ist nur wichtig, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben. Auf dem Weg Richtung Herbstmeisterschaft. Oliver Kahn wird weiterhin zufrieden sein, denke ich. Ja, 20 von 20 passt. Dann bin ich auch zufrieden. Waldschmidt ist ja frustriert. Kommt immer noch nicht so richtig in Fahrt. Auch wenn ich ihn von Anfang an bringe, bringt er einfach keine Leistung. Schießt keine Tore. Ja. So, ihr Spieler Martinelli hat in den letzten Wochen fast jeden Tag 1 Stunde zusätzlich nach dem Training Abschlüsse trainiert und den Jungtorwart in den Wahnsinn getrieben. Er hat sich dadurch sichtbar verbessert. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler, der Martinelli. Schon ein paar Mal erwähnt. So, Freunde, dann sind wir jetzt noch 2 Spieltage von der eventuellen Herbstmeisterschaft entfernt. Und dann haben wir die Hinrunde nämlich auch so gut wie erledigt. So, der nächste Gegner heißt der heißt VfB Stuttgart in der Liga. Wie die spielen wollen hier.
Ja, auch eher defensiv, ne? Mit einem defensiven, einen zentralen, einen offensiven, würde ich wieder das andere System in Anspruch nehmen. So. Waldschmidt und Choupo-Moting da vorne drin. Ich würde eher so spielen. Waldschmidt. Gebe ich ihm nochmal eine Chance als hängende Spitze? Oder bringen wir Musiala von Anfang an? Wir bringen auf jeden Fall. Naja, lassen wir ruhig mal Scott da spielen auf der zentralen Mittelfeldposition. Aber Sané wird wieder von Anfang an spielen. Okay, lassen wir Waldschmidt nochmal ran. So, das Eigentor bringt uns das 0 zu 1, aber die Davi macht dann den Ausgleich. Und Waldschmidt leider wieder nur eine 4. Der kommt nicht richtig in Fahrt und das stört mich. Das stört mich richtig. Wir setzen jetzt Müller auf die hängende Spitze. Scott ins offensive Mittelfeld und Sabitzer in die Zentrale. Nianzou nehmen wir auch mal lieber raus. Läuft nicht, wie ich das gerne hätte, so mit Waldschmidt allgemein. Das ist. Nee. Gucken, ob wir das Spiel noch drehen können jetzt. Ah, Stuttgart geht in Führung jetzt mit 2 zu 1. Sané macht das 2-2. Bleibt beim 2-2. Also nur ein Punkt geholt. Das ist. Ja, eigentlich zu wenig, ne? Also gegen den VfB auf Platz 11. Da muss mehr drin sein. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber ja, es ist okay, ne? Es ist unser erstes Unentschieden. Eine Niederlage, ein Unentschieden, 14 Siege sonst. Also man kann eigentlich damit zufrieden sein, aber ja, wir wollen halt jedes Spiel gewinnen. Das ist halt schon ein bisschen bitter irgendwie, ne? Aber gut, wir haben ja nicht verloren. Wir haben einen Punkt mitgenommen. So. Destanoglu hat Sprachprobleme. Okay, zweite. So, was gibt's hier Neues? Und da müssen wir mal wieder welche. Ach nee. Doch. Die Zweier. Nach Hause schicken. So, hier ist keiner dabei, okay. Scott auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja, und mit Waldschmidt und Klostermann, da müssen wir wirklich mal schauen, was wir da machen. Gefallen mir beide leider überhaupt nicht. So. Jetzt haben wir erstmal die Weltfußballer-Gala. Da bin ich mal gespannt, wer jetzt hier Weltfußballer wird. 2021. Robert Lewandowski. Und wer steht noch zur Auswahl? Erling Haaland. Und Messi bestimmt. Ja. So, wer wird es? Mach mal schnell, ne? Messi wird es. Messi, Lewandowski, Haaland auf Platz 3. Okay. So, Senkrechtstarter der Saison ist Christopher Scott auf Platz 1. Ja, hat er sich verdient. Die Position auf jeden Fall. Saisonbeginn 67 gehabt als Stärke. Jetzt hat er eine 71.
Auch Nian Suess dabei, von 72 auf 75. Auf jeden Fall beide schon eine gute Entwicklung genommen. Schöne Weihnachtsfeier gehabt, sehr gut. Danach gehen wir nochmal essen und dann beenden wir hier die Hinrunde mit dem Spiel gegen Wolfsburg. Ein Sieg wäre jetzt natürlich nochmal schön zu Hause in der Allianz Arena, ne? Wollen wir auf jeden Fall auch. So. Die spielen auch so. Also ich würde das System einfach lassen. Wir ändern ein bisschen unsere Taktik hier. So, ein bisschen offensiver hier agieren. Pressen auf jeden Fall. Ohne Vorgabe mit dem Spielmacher. Ja. Und mal auch kurz Passspiel. So, da setzen wir jetzt aber mal Goretzka wieder auf die Position. Musiala wird für Waldschmidt anfangen. Wir könnten Scott eigentlich auch da mal spielen lassen, ne? Unglaubliche Form hier von 17. Okay. Gehen wir rein in unser letztes Hinrundenspiel. Ja, Freunde. Gegen Wolfsburg. Aktuell Platz 7. Bin gespannt. Die gehen in Führung durch Weghorst, aber Musiala macht das 1 zu 1. Sané 2-1 in der 37. Da haben wir schon mal gedreht. Das ist schon mal sehr nice. Wie sehen die Noten hier aus? Scott macht ein super Spiel. Okay. Minuten. Und Schluss. Wir nehmen nochmal 3 Punkte mit hier am letzten Spieltag und bleiben Tabellenführer, sind somit Herbstmeister in der Bundesliga. Schauen wir nochmal kurz auf die anderen Spiele. Leipzig verliert gegen Bielefeld mit 0 zu 1. Also die bleiben wirklich da oben. Die rücken hoch auf Platz 4. Die Bielefelder. Das ist ja echt eine krasse Überraschung, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt, ob die sich da oben halten können. 33 Punkte geholt. Mehr als Leipzig, mehr als Hoffenheim, mehr als Wolfsburg, mehr als Leverkusen. Leverkusen nur Platz 9. Das ist schon ein bisschen enttäuschend wieder, ne? Okay, Frankfurt gewinnt 3-1 gegen Mainz, Freiburg 1-1 gegen Leverkusen, Hoffenheim 0-1 gegen Gladbach, Hertha 0-5 gegen Dortmund. Köln verliert 0-2 gegen Stuttgart, Bochum 1-2 gegen Union Berlin und Fürth gewinnt 3-2 gegen Augsburg. Also wir können sehr zufrieden sein, 17 Spiele, 15 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Wir haben die meisten Tore in der Liga geschossen und mit Dortmund die wenigsten Gegentore bekommen. 46 Zähler, ein Punkt vor den Dortmundern und ja, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Perfekt. So, da können wir sehen, wir sind Herbstmeister und ja, sehr schön. So kann man die Hinrunde, sorry, auf jeden Fall beenden. So, dann gehen wir noch mal kurz hier ins News Center, genau. Agu auf der Trainingsliste, Transferliste, ne? Status Verletzungen, Klostermann, 4 Tage, Waldschmidt hat hart gearbeitet und seine Schwäche, Kopfballpräzision um 2 Punkte verbessert. Die Gespräche mit ihm hat also Wirkung gezeigt. Ja gut, das bringt uns ja alles nichts, ne? Wenn er seine Tore nicht macht, dann okay. Weihnachtsfeier war okay. Also nichts mehr Besonderes. Gut. Also ich überlege wirklich, ob wir Waldschmidt nicht jetzt im Winter verkaufen sollen. Wisst ihr? Also ich hab so das Gefühl, dass er nicht so in die Mannschaft reinpasst irgendwie. Weiß nicht, wie ihr das seht. Wir können ja mal kurz gucken, was es hier so auf der Position noch so gibt. Im deutschsprachigen Bereich, sage ich mal. Hm.
Und gegebenenfalls holen wir dann jemand anderen. Ja, hier ist natürlich Adeyemi, der aber auch einen ordentlichen Marktwert hat halt, ne? Ein Timo Werner, der noch teurer ist. Volland wäre noch eine Option. Aber mit 29 halt auch schon ein bisschen älter, ne? Stindl will ich nicht. Wer ist denn Teuchert? Cedric Teuchert. Dribbler. Das sind halt so die gängigen hier, ne? Adeyemi will ich auch nicht unbedingt holen. Ich glaube, den können wir uns auch gar nicht leisten. Den einzigen, den wir uns vielleicht nach einem Verkauf von Waldschmidt leisten könnten. Natürlich könnten wir das Budget ein bisschen aufteilen. Aber ich will da eigentlich gar nicht so beigehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, oder behalten wir Waldschmidt noch? Ich meine, er ist jetzt 25, ne? Er kann sich ja noch entwickeln. So ist es ja nicht, aber er hat bisher keine gute Saison gespielt. Das muss man schon wirklich sagen. 16 Spiele, nur 4 Tore gemacht. Ja, was haltet ihr denn davon, Leute? Würde mich freuen, wenn ihr mal die Kommentare sprengen würdet und einfach mal eure Meinung zu Waldschmidt hier abgeben würdet. Was würdet ihr machen? Wollen wir ihn verkaufen? Wollen wir jemand anderes holen? Oder wollen wir ihn bis Saisonende nochmal die Möglichkeit geben, sich zu zeigen? Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hiermit und es geht dann mit der kurzen Vorbereitung für die Rückrunde dann in der nächsten Folge weiter. Schaltet unbedingt wieder ein und ich freue mich, wenn wir dann in die Rückrunde starten. Lasst mir gerne wieder einen Daumen nach oben da, bitte. Abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ja, danke für den Support. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.